Ja, der Utwin. Das ist schon so eine coole Sau, ne? Hammer hat. So, speichern wir einfach mal kurz unter dem Namen Utwin. Alles klar, alles klar. So, was gibt's? Bin ich? In Northander im Jahre 8 nach der Konvokation. Ihr habt lange geschlafen, wenn ihr der seid, für den ich euch halte. Ich wanderte lange durch dunkle Gänge, sehr lange. Mein Name ist Utwin. Erinnert ihr euch, Utwin? Erinnert ihr euch, Utwin? Was ist geschehen? Nur schwarze Nebel füllen meinen Geist. Ihr seid an die Oberfläche zurückgekehrt, wie eure einstigen Gefährten. Nur Nebel, Stimmen. Ich kann mich nicht erinnern. Fragen wir noch mal nach. Nein, ich spreche ihn jetzt nicht auf das Buch an. Wir können ja mal. Na, was sagt es? Was sagt es aus der Tiefe? Lange Quest. Utwin. Utwins Geist ist tatsächlich aus der Tiefe gestiegen. Er scheint verwirrt. Vielleicht weiß Otarath. Okay. Was sagst du mir, Otar? Hallo? Wo bist du? Da. Na gut. Hier mache ich mal wieder meinen kleinen, kurzen, altbekannten, beliebten Zaubertrick. Und. Wusch. Ah, ihr seid. Utwin ist erschienen. Tra la 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 la. Odwin ist erschienen. Dann ist es also tatsächlich geschehen. Ihr Götter. Hat er euch angegriffen? Nein, seltsamerweise nicht. Er redete nur wirr und konnte sich an nichts erinnern. Ich verstehe. Nun, man berichtet, dass manche Geister ruhelos umherirren, ohne Erinnerung an ihren Tod oder sich selbst. Der Gedanke, noch etwas beenden zu wollen, fesselt sie an unsere Welt. Wenn diese Erinnerung dann zurückkehrt, folgt meist unweigerlich der Wahn. Welchen Rat könnt ihr mir geben? Ihr müsst etwas finden, das Utwin sich erinnern lässt. Dann erfahren wir vielleicht mehr. Darius glaubt, dass diese Schrift ein Tagebuch ist. Darius glaubt, dass diese Runenschrift ein Tagebuch ist. Dann könnte dies die Lösung sein. Bringt Utwin das Buch. Vielleicht wird er sich erinnern, wenn er es liest. Aber seht euch vor. Es mag sein, dass seine Erinnerung ein größeres Übel ist als der Tod selbst. Ja, bestimmt. Sonst noch Ah. was? Nö, okay. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Und wusch. Mal gucken, vielleicht hat Seid gegrüßt, junger Darius etwas Krieger. rausgefunden. Nö, okay. Ich wollte es nur wissen. Den Weg laufe ich jetzt normal. Den kann ich eigentlich dann auch mal, obwohl ich glaube, da hatte nichts Besonderes. Gut. Dann zeigen wir Udwin mal das Buch. Dann machen wir die restlichen Nebenquests noch fertig und ich glaube, das reicht dann für die Aufnahme, oder? Also in Elonie das Zeug abgeben, die Wundtinktur und dann bei Utran das Banner zeigen da. Speichern wir, obwohl, speichern wir nicht da, speichern wir ganz normal bei Lianon. Moment mal, ich könnte noch was tun. Was wollt ihr? Screenshot. Ups. Falls ich mich irgendwann dazu entschließe, das als meinen YouTube-Pick zu nehmen, ne? So, vielleicht erkennt ihr dieses Buch. Vielleicht erkennt ihr dieses Buch. Ich kenne es. Gibt es mir. Hey, nicht aus der Hand reißen. Ja, ich erinnere mich. Das ist meines Schreibers Hand. Klebt die da dran? Eine Reise in die Tiefe. Abgründe über ewigem Feuer. Und Klauen. Klauen in der Finsternis. Ketten, Haken, Körper, Blut. Überall Blut. Ich höre Schreie. Der Schmerz. Unerträglicher Schmerz. War bestimmt bei mir zu Hause.
Eine Fratze. Oh, das Monstrum. Fort mit dir, Ungetüm. Ach, Entschuldigung, ich hätte es eigentlich mit mir ernst nehmen sollen. Aua, der haut mit seinen Fäusten zu. Was bist denn du für ein Rambo? 22 Schaden mit den puren Fäusten. Ich glaube, bei dir hackt's. Aua! Der haut mir aufs Maul, das ist ja... Aua. Autsch. Mach du mal Berserk an. Ansonsten irgendjemand, der was brauchen könnte. Ja, ja, klar. Schock und Mana-Entzug. Ups. Upsi. Aua, ich krieg schon wieder aufs Maul. Aua. Hilfe. Da hat mir mein Mana geklaut. Was bist du für ein Arsch? Stehe bereit. Segnung, halte ich mal komplett hoch. Oh nee. Schlagt sie zurück. Zu eurem Dienst. Also das wird jetzt wohl jetzt nur noch klappen, oder? Ich hätte auch die Aura der Streiter mal aktivieren können, das wäre eine Idee gewesen. So. Zu Befehl. Was für ein epischer Kampf. Woodwinds Ring. Hey, wir können ihn schon fast anziehen. Das Ding ist gut. Ausdauer, Wendigkeit, Intelligenz, Weisheit. Alles, was wir gebrauchen könnten. Na gut, Ausweichen ist nicht so wichtig für uns jetzt, für Wendigkeit. Aber Intelligenz, Weisheit ist ganz nützlich. Bereit. Und das ist, dass unser Mana mal nicht so verrückt spielt. Mir nach. Gut. Damit wäre das erledigt, oder? Nichts mehr? Hier stehen übrigens alle Questen, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja, es ist ein ganzer Arsch voll. Das war's mit Woodwin. So, und ich finde an sich ist diese Story über Woodwin sehr, sehr interessant. Wenn man nicht gerade irgendwie drüber herzieht. Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich ja ernst bleiben, aber mir kam dieser Mist gerade durch den Kopf und dann habe ich meinen Mund nicht mehr geschlossen halten können. Sorry. Ich hätte eigentlich auch schnell auf den Mute-Knopf gehen können. Aber an sich finde ich das wirklich interessant, so dass die in die Tiefe sind und dort unglaubliche Dämonen gekommen sind und Schreie und einer nach den anderen gefallen ist und niemand mehr wiedergekommen ist. Da hätte es eigentlich so eine Art Mini-Add-on dazu geben können oder sowas. Indem man mal Woodwin spielt und unten diese Expedition macht. Immer mehr von dir sterben und am Ende musst du selbst dran glauben und das Spiel endet dann damit, dass du als Geist emporsteigst und dem Spieler hier begegnest. Als Abspann. Das war nur so eine kleine Idee von mir, die ich schon mal vor einer langen Zeit hatte. Puh, gut. So. Dann gehen wir mal zu Eloni Elfensiedlung. Ich weiß, das mit der Nebenquest ist vielleicht ein bisschen langatmig hier und da. Aber es gehört halt dazu, zu Spellforce, wenn man es komplett spielen will. Wir haben jetzt die ganzen letzten Aufnahmen schon nicht mehr die Hauptquest weitergemacht, aber das kommt gleich. Dann werden wir wieder eine ganz lange Zeit die Hauptquest weiterziehen und dann wieder eine Nebenquest-Runde reinlegen. So mache ich das am liebsten eigentlich. Was wollt ihr von mir? Um auch besser an einem Strang das Wichtige durchzuziehen. Ich habe eure Tentakel besorgt, ja. Ich habe eure Tinktur besorgt. Hier ist sie. Oh, Fremde. Ich stehe tief in eurer Schuld. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Eisstab. Das hört sich eigentlich richtig lecker an. Keiner von meinen... Das Ding ist eine Zweihandwaffe, oder? Nein, das ist eine Einhandwaffe. Das ist lecker. Das Ding ist nämlich nicht nur schnell. Es hat wenig Schaden, ja. Aber das Ding hat die Fähigkeit Eisschlag. Das heißt, einfach mal so beim Zuschlagen kann man den Gegner einfrieren. Von meinen Helden kann es noch keiner anziehen, aber später wäre das bestimmt mal lecker. Als Magierwaffe? Man hat immer die Chance, jemanden einzufrieren dabei. So, die Quest wäre auch erledigt. Hier, das sind eigentlich nur Quests, wo man schnell abgeben. Und jetzt geht's noch wegen dem Purpur und dem Banner. Wo war denn das? Das war Utranlager, das war das. Ne, das war nicht der Schattenhain, das war Schiel, feste Utran, genau. So.
Sergeant Einar. Ich glaube, da hat nichts mehr mit uns zu bereden, oder? Gut, euch zu sehen, Freund. Nö. Okay. Lord Kommandant. Tina. Seid gegrüßt, Freund. Ach, das heißt Tina. Jetzt verstehe ich's. Das heißt Tina, das Lied. Tina. Der Verräter ist tot. Hatte er das Banner bei sich? Wer war es? Wie sah er aus? Das Banner ist hier. Es war ein narbiger Bursche mit harten Augen. Ein guter Kämpfer, mit Schild und Schwert. Haldard, dieser Hund. Ich ahnte, dass er es war. Schon lange hat er Shaira nachgestellt. Hätte ich nur eher gehandelt. Ich war ein Narr. Was aber euch betrifft, Runenkrieger. Ihr habt die Ehre Utans wiederhergestellt und den Tod meiner Frau gerecht. Nehmt dies zum Dank. Es soll euch auf euren Reisen nützlich sein. Ach, Geschenke, überall Geschenke, das ist doch schön. Tina. Jetzt verstehe ich das in den Liedern nicht mal. Ich habe so lange gerätselt, was die da singen. Obsidianmaske der Magier. Habe ich nicht das Utrana-Schild gekriegt? Nö, anscheinend nicht. Dann nicht. Okay. Sonst nichts mehr zu bereden? Seid gegrüßt, Freund. Hey, aber da hinten sehe ich was, da sehe ich was, da sehe ich was. Da können wir was plündern. Banditkönnkämpfer? Naja, besser als nichts. Und wir haben ja ein unendlich großes Loch in unserem Rucksack, wo wir alles reinwerfen können. Bitte zeigt mir irgendeinen normalen Menschen, der das hier alles tragen kann. Ah, gut. Alles klar, nochmal speichern, was soll's. Speichern, 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 speichern ist schön. So, und jetzt, ich glaube, das war's. Nichts mehr an Nebenquests jetzt erstmal, was wir so eben abgeben und machen könnten. Zauberwerk, den Federkiel, der Federkiel, den haben wir ja gefunden. Am Rand leer machen wir erst später, klar. Schattenwelt nicht, Zwergendienste noch nicht und... Ach, Shanmuir müssen wir sowieso noch nach dem Zierfahrtrank fragen. Ach, wisst ihr was, das mit dem Zierfahrtrank und dem ganzen Zeug machen wir auch später. Machen wir dann, wenn wir das nächste Mal mit Shanmuir reden. Aber was wir noch machen, ist nach Graufurt sowieso gehen. Von dort aus müssen wir zum nächsten Gebiet. Also stellen wir uns schon mal dorthin. Und wenn wir schon mal in Graufurt sind, geben wir dann auch gleich bei Gabar den Federkiel ab. Habt ihr den Federkiel dabei? Ja, ruhig bleiben, Junge. Da schau mal, ein feiner Hier. Federkiel. Ich fand diesen merkwürdig leuchtenden Federkiel. Ihr Götter, ein talindischer Schreibkiel. Danke. Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Ich traue mich kaum, euch danach zu fragen, aber... War klar. Aber was? Wisst ihr, es gibt da eine spezielle Kreide. Sie wird bei Beschwörungen und Ritualen eingesetzt. Meist wird sie von Schamanen oder Dämonologen verwendet. Mein Meister verlangt, dass ich sie ihm besorge. Doch das ist völlig unmöglich. Niemand hier stellt so etwas her. Dazu müsste ich schon einen Ork-Schamanen ausrauben. Die Ork-Schamanen, denen ich bislang begegnet bin, haben nicht lange genug gelebt, um mir etwas von ihrer Kreide zu erzählen. Aber den nächsten, den ich treffe, werde ich danach fragen. Alles klar, einfach mal bei einem Ork vorbeilaufen. Hey, hast du mal Kreide für mich? Ist ja schon fast wie in der Schule. Ah, gut. Alles klar. Aber könnt ihr euch erinnern? Wir haben doch diesen komischen Beschwörungskreis mit Ork-Schamanen gesehen. Das heißt, wir haben Kreide dabei. Schaut mal, Beschwörerkreide. Ja, Gabar ist ziemlich nervig mit seiner ganzen Questreihe. Oh, ich hab noch das vergessen. Oh, und das noch. Und Habt ihr die Beschwörerkreide gefunden? Aber an sich ist er eigentlich ein ganz netter. Hier ist eure Beschwörerkreide. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ohne euch hätte ich mein Novizitat schon längst verloren. Sonst nichts mehr? Alles in Ordnung jetzt? Nun, da wäre... Ah! Ja? Die Robe meines Meisters ist abgewetzt und verschlissen. Ich hätte sie längst flicken lassen sollen. Aber ich habe noch so viel andere Arbeit. Eure anderen Probleme waren... anregender. Oh, mit Tanara zu verhandeln kann durchaus anregend sein. Oh nein. Hier ist die Robe.
Bitte bringt sie Tanara der Näherin. Nein, nicht Tanara. Das kannst du mir nicht antun. Du kannst mich von mir gegen Drachen kämpfen lassen, gegen riesige Monster, gegen Riesen, gegen alles Mögliche, aber bitte nicht Tanara. Oh. Ach Gott. Okay. Ich brauche mal dringend ein paar Ohrenstöpsel. Hat sie jemand parat? Oder irgendwelche Ohrschütze? Am besten noch eine Augenbinde dazu. So. Ah ja, Tanara. Die Traumfrau in Person. So. Nähern wir uns einfach mal ganz ruhig an und bleiben ganz gelassen. Vielleicht ist ja alles in Ordnung. Ah, ihr schon wieder. Hallo. Gabba hat ja die Robe gegeben, so zum Flicken und Gabba, so. Gabba schickt mich mit dieser Robe. Wie sieht denn die aus? Hm. Habt ihr sie durch die Schlünde von Bagagor geschleift? Da ist nichts mehr zu machen. Völlig hoffnungslos. Hilfe, ich kann nichts dafür. Es sei denn, naja, mit Felsspinnenseide ginge es vielleicht. Ich müsste einige Teile ersetzen, aber sie ließe sich zumindest retten. Bringt mir die Seide der Felsspinne und ich werde sehen, was ich tun kann. Bringt mir die Seide, wenn ich die Robe flicken soll. Felsspinnen findet ihr in den nördlichen Windwallbergen. Okay, ich gehe dann mal wieder. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ah, Schwein gehabt. Puh, Felsspinnseide. Okay, nördliche Windwallberge, da laufen wir doch eh vorbei, oder? Nördlich war's, oder? Ich verwechsel jedes Mal nördlich und südlich. Nördlich, alles klar. Puh, ja. Tanara. Alles klar. Findet ihr sie übrigens auch so toll? Schreibt sie in die Kommentare. Alles klar. Ansonsten... erstmal nichts sonst zu tun. Und keine Sorge. Dies waren eigentlich die Nebenquests, die wir jetzt erledigt haben, waren größtenteils mit die nervigsten und langweiligeren, wenn ich das mal so nennen darf. Das heißt, ab jetzt die Nebenquests, falls wir nochmal so einen Nebenquest-Duan machen, wird er sicherlich nochmal vorkommen, wird das auf jeden Fall ein Stück interessanter. Keine Sorge. Okay. Alles klar. Dann danke ich euch mal wieder soweit fürs Zusehen. Mal wieder speichern, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Let's play Spellforce wie Order of Dawn. Bye bye.